Was unterscheidet ein Steinway-Klavier von anderen Klavieren? Wir haben hier ein Steinway Modell Z, Baujahr 1971. Auch andere Klaviere haben hochwertige Komponenten verbaut, wie zum Beispiel einen extrem feinjährigen Resonanzboden, der die Stimmung gut hält und so weiter, oder eine Rennermechanik eingebaut. Allerdings gibt es einige Dinge, die beim Steinway-Klavier anders konstruiert sind. Zum Beispiel fällt im Innern der enorm massive Druckstab auf. Dieser Druckstab, der die Saiten stabilisiert, ist bei einem Steinway circa doppelt so breit und circa viermal so hoch als bei anderen Instrumenten, wodurch wir einen sehr langen Ausklang haben. Wir können eine wunderschöne Melodieführung machen, während die Begleitung auch mehrere Töne spielt, hört man die Melodie dennoch durch. Dann fällt im Inneren des Instrumentes auf, dass der Stimmstock aus vier Lagen gestaltet ist, Felsenahorn jeweils 45 Grad verdreht, um in alle Richtungen Stabilität zu bieten. Die Hämmer sind bei diesem Klavier aus Nussbaumholz, wodurch die Tastatur sehr leichtgängig reagiert. Was auch noch auffällt an einem Steinway ist, der Klang hat Charakter. Er ändert seine Farbe stark, ob man jetzt leise anschlägt oder stark anschlägt. Er blüht richtig auf. Man kann also sowohl fein perlen als auch orchestral brausen. Probieren Sie es einfach mal aus. Vielen Dank.